Hallo und herzlich willkommen hier zurück bei Renico zu einem erneuten Video auf diesem Kanal und heute wieder Werder-Karriere. So, wir switchen direkt ins Karrierebild und wir sehen, unser erstes Spiel steht an im Turnier European International Bringgeld Turnier. Ne? Wir müssen mal schauen, wie wir bestehen. Auf Weltklasse müssen wir einfach mal testen mit, sagen wir mal so, nicht ganz so einem starken Team, ja, will jetzt nichts schlecht reden, aber wird schon schwierig, mit dem Team auf Weltklasse zu bestehen. Schauen wir mal, wie das läuft, denn bin tatsächlich jetzt, also ich habe jetzt ein Jahr kein FIFA gespielt, jetzt Ultimate Team kam ich oder komme gerade wieder langsam rein, habe jetzt ein bisschen was gespielt gehabt, bin jetzt in der Division 6, steige jetzt auf 5, ja, bin mich da noch am Hochspielen. Mal gucken, wie das bei Karriere läuft und heute natürlich auch Transferphase. Wir missten den Kader aus. Dafür spielen wir aber das erste Spiel erstmal, um nochmal ein bisschen mehr ausmisten zu können. Und ich brauche Transfervorschläge. Das heißt, wenn ihr jetzt schon Spieler wirst, wo ihr sagt, ey, den und den, den brauchen wir, Nico. Das ist unsere Verstärkung. Oder ein Ex-Bremer. Mein Gott, schreibt in die Kommentare. Genauso, wenn ihr auch Spieler habt, die jung sind, die sich entwickeln, reinschreiben. Alle rein und dann gucken wir mal, was geht. So, ich würde aber sagen, wir labern gar nicht groß viel rum. Wir gehen hier ins Spiel. So, was steht da? 6 Minuten Weltklasse. Warte mal, wir machen aber auf 4 Minuten, glaube ich. 6 Minuten ist mir zu lange. Ich werde das Ganze gleich auch schneiden. So, dass ihr natürlich nur die Highlights von dem Spiel bekommt, dass er direkt weitergeht. Also wir versuchen hier möglichst viel in eine Folge reinzuhauen, um die auch attraktiv zu gestalten. Ne? Und der Trainer muss natürlich vorangehen. So, ist ja klar. So, also rein ins Spiel. Jungs, Arsch auf Reis ist angesagt. Aufstellung für heute steht. Und dann machen wir mal. Ne? Ist ein Testspiel. Und gucken wir uns das Ganze mal an. So, spielen. Wir müssen nur mal kurz hier das Licht so ein bisschen verändern, weil sonst wird es schwierig werden für mich, gleich hier was zu erkennen. Okay, so. Dann sehen wir uns gleich. So, jetzt gehen wir ins Spiel rein hier. Guck mal das Stadion. Schöne Ding. So. Also, die haben Anstoß. Okay. Dann starten wir mal. Schauen wir mal, was hier heute geht. Ne? Ja, da zeigt er erstmal seine ersten Skills hier oder was. Ui, ja, schwierige Nummer hier. Ja, da sind wir doch dazwischen. Zack. Ah, hey, was war das für ein Kopfball? Anstrengend hier, Kinder. So, okay, erstmal ein bisschen gucken wir hier, wie der Toprak fällt in der Brandung. Ist dazwischen. So, Bittencourt, geh die Linie mal besser. Geh, 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 geh. Herr Duschi, was machst du denn da? Du solltest eigentlich im Zentrum sein. Okay, dann muss er halt hier noch einmal ein bisschen nach da. Ein weiter und jetzt nimmen, nimmen! Da! Da wäre es was gewesen, das 1-0. In der 11. Minute. Okay, komm, Ecke. Kopfball, Kopfball. Oha, geh hoch, schieß, schieß. Ja, da bist du doch. Dusch, 1-0. Was ist los hier? Komm, war es überhaupt Dusch? Duschi. Duschi, direkt gewusst, 1-0. Okay, Weltklasse geht klar, auch mit dem Team. Dachte, das wäre vielleicht ein Stück was schwieriger. Ja, schauen wir mal, was hier noch so geht. Die Spiel. Mir kommt das so vor, als ob der Computer komplett ohne Tempo spielt. Jetzt kommt auf einmal Tempo rein. Ah, da sind wir doch. Da sind wir doch. Schmidt, lauf ein bisschen. Komm, 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 komm. Ah, das ist alles zu langsam hier. Wir haben eine zu langsame Truppe. Wir brauchen auf jeden Fall Tempo spielen als nächstes. Antäuschen, gib ihm. Bump! Da sind wir doch. 2-0. Gib ihm. Weltklasse. Könnt auch höher stellen. Könnt auch höher stellen. Chat, eure. Chat. Ich freue mich schon, wenn wir live stehen, weil dann wirklich Chat auch Chat ist. Versteht ihr, was ich meine? Ja, wir werden das auf jeden Fall auch streamen, ey. Wir müssen nur mal gucken, ob wir das Ganze nicht vielleicht eine Schwierigkeitsstufe nach oben schrauben. Aber ja, das müssen wir mal gucken. So. Toprak Rapp steht. Guck mal, die Außen, Digga, die Außen rennen einfach nicht mit. Wir müssen auf jeden Fall da was an der Aufstellung ändern. Ah, die war so gut eigentlich. Rapo, Rapo, weiter. Ja, guck mal, Rapp ist ein Kämpfer. Rapp jetzt schon nicht mehr rauszudenken aus dem Ultimate Team hier. Bitte Kurt auf links und... Ah, Finesse, schade. So, wupp und Bittencourt. Ah, Bittencourt beim Kopfball, das wäre es so gewesen. Leo, Weiser, ah, Halbzeit.
Soll ich euch sagen, meine Freunde, wir haben den Gegner im Griff, aber es ist Testspiel. Wir müssen ein bisschen durchwechseln, ne? Testspiel, ein bisschen durchwechseln müssen wir. Duxi, wie sieht es eigentlich aus? Dinchi, Bruder, dich habe ich noch gar nicht so wirklich. Ich muss gleich mal mehr darauf achten. Duxi kommt raus und wir bringen unseren Assalé nach vorne und unseren Weber bringen wir für Niklas Schmidt jetzt mal rein, weil das ist unser Jugendtalent und der kann auch ZOM spielen. Das könnte ganz geil sein eigentlich. Da bin ich mal gespannt. Raab hat alles im Griff, so viel ist klar. Wir müssen nun mal auf jeden Fall gerade unseren, hier, Digga, das ist Quatsch, grundlegende Dings, du bleibst vorne und du bleibst auch vorne. Das ist so Quatsch, was ihr macht, ey. So, Sechser, obwohl der macht das eigentlich ganz gut. Den Weber machen wir aber auch hier nach vorne orientieren, weil ich von dem mehr sehen will. Bin mal gespannt, wie der spielt. So, und dann gehen wir weiter. So, okay. Bittencourt, alles unter Kontrolle, mein Bester, ne? Weiß Bescheid, okay. So, guck mal, ist das dieser Weber gewesen? Der scheint aber groß zu sein. Halleluja. Scheiße, ich muss mir gleich mal angucken, wie groß der ist. Ist der nicht 17? Der wächst doch noch. Digga, guck mal, 2 Meter Natur hier. Assalé, zieh. Es hängt in dem Karrierespiel. Fidesz, was war das denn? Ah, hier holt er die Schwamme-Ecke raus. Die Jungs, jetzt kämpfen. Ja, dann bleiben wir jetzt da. Mach deine Ecke. Ja, da bist du doch, Pavi, ja? Wunderbar. Wunderbar, Rappo. Rappo außen, steht da. Klatschen lassen, Assalé. Ja, täusch mal an. Und dann schicken wir ihn da. Da haben wir ihn gesehen. Guck mal, da haben wir ihn gesehen. Und da. Oh, wei, Bruder, was schießt du denn? Wie bist du denn drauf? Ja, titsch mal. Sag dir mal was. Was ist das denn? Bittencourt. Oh. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wen hat er denn da gesehen? Leo, Chancenverwertung nicht so gut heute. Hä? Weißt du selber, mein Großer. Komm weiter. Agu, schöner Kopfball. Zack, Glas klatschen und Weber. Komm, Weber. Zieh, Junge. Weber, da kämpft er sich. Ah, komm, anlaufen. Ja. Vielleicht ist eher der Weber einer für ganz vorne drin. Ne? Was macht denn hier mein Computergegner, Alter? Völlig crazy. Hä? Lul. Weltklasse ist Quatsch, ne? Die letzten 10 Minuten müssen wir nochmal einen Wechsel antreiben hier. Assalé, gut eigentlich. Weber macht da nicht schlecht. Aber einen können wir noch. Nankishi, mein Bester. Komm, Nankishi. Wir nehmen Nankishi für Bittencourt. Wir hauen noch einen rein da. Voll Offensive da. Wir brauchen nur einen Sechser. Was ist los? Rappo hält uns die Kasten sauber da hinten. Guck mal, und jetzt hier Weber. Und der lässt klatschen. Nankishi. Und Nankishi nochmal einen klatschen lassen. Außen. Jawohl, schön. Schmidt. Guck mal, ganz hinten steht er da. Oh, das Klatschen war nicht so gut dabei. Und hier nochmal außen. Yep. Und Romano. Oh, abgeblockt. Ich sehe auch noch, dass er kommt. Einfach nochmal eine Rolle. Ballrolle, dann hätte ich schießen können. Egal, komm. Ecke. Oh, die ist gut. Oh. Dann krieg ich hoch da. Ah. Weiser. Ah. Oh, jetzt gibt's Videoclip gespeichert. Hä, was ist denn hier los? So, unser erstes Spiel ist vorbei. 2-0 gewonnen. Chancenwertung war absolut kacke. Ich hätte auch viel öfter schießen sollen. Aber ist nicht so schlimm. Wir haben 4 Schüsse zugelassen. Das war ein bisschen peinlich. Aber ist nicht so schlimm. Wir haben das Testspiel gewonnen. Testspiel, Turnier. Turnierspiel, ne? Wichtig. Geld. Für Geld wichtig. 3 Punkte. 3 Punkte ist wichtig. Wir werden auf jeden Fall nicht jedes Spiel zocken. Ne? Wir werden einmal wieder mal so simulieren. Dann vielleicht auch mal eingreifende Simulation. Und sowas machen wir halt. Was wir jetzt aber noch machen, dem jetzigen Video, und das ist jetzt ganz wichtig, wir müssen ein bisschen aussortieren und das geht am besten über die Teamzentrale. Wir müssen ein bisschen verkaufen. Ich brauche, wie gesagt, auch Tipps, wie wir holen können. So, erstmal, wir haben hier 4 Keeper. Wen von den Keepern geben wir ab? Ich möchte, dass ihr mir reinschreibt, wen wir hier abgeben von den 4 Keepern. Und dann machen wir das beim nächsten Mal. Ich habe auch schon gehört, man soll so ein paar Spieler umformen. Habt ihr Erfahrungen mit Werder-Karrieren, Spieler umformen? Hier, ein Bomb zum Beispiel, habe ich gehört, soll man zum Mittelfeldspieler machen. Kann ich mir auch gut vorstellen, dass das funktioniert, dass wir den zum Mittelfeldspieler machen. So, und dann Dingsen. Ihr wisst, was ich meine, ne? So, guck mal, machen wir zum ZDM oder zum ZM? Das ist die Frage, ne? Machen wir ZDM 4 Wochen? Ja gut, ist ja eh dasselbe, ne? Ist ja eigentlich egal. Aber Rappo haben wir auf der 6. Dann machen wir einen Bomb davor. Machen wir ZM.
So, dann machen wir zum ZM. Wenn ihr das anders wollt, ZDM, dann sagt Bescheid. Korrigieren wir da mal. So, Gruev, die können wir verkaufen. Wir brauchen noch ein bisschen Kohle, ne? So, wir brauchen noch ein bisschen Kohle. Gruev kann weg. Wer bringt denn noch Kohle? Bittenkurt bringt Kohle, müssen wir eigentlich auch draufsetzen. Ist aber fürs erste Jahr eigentlich zu wichtig. Ist die Frage, ne? Wer bringt Kohle, wen können wir verkaufen? Lücke bringt noch Geld. Auf Transferliste setzen. Und sonst müssen wir vielleicht so ein bisschen über die Menge machen. Guck mal, der auch. Weg mit dir, komm, mein Bester, das hat keinen Sinn. Volti, die können wir auch abgeben eigentlich. Das wird nichts. Schönfelder auf Transferliste setzen. Da muss es die Menge machen. Da muss es einfach die Menge machen. Badji, wenn er zurückkehrt, wird Stammspieler. Ich sag's euch, wie es ist. Jakobsen, 65 ZTM. Großer, das ist 24, ey. Auf Transferliste setzen, das brauchen wir auch nicht mehr. Vertrag läuft auch noch aus. So ein Ding ist das auch noch hier. Guck mal, läuft hier alles aus. Was hast du gemacht, Bobby, vorher, ne? Verlängerung delegieren oder was? Ja, Weltkrieg 25. Den wollen wir nicht. Machen wir hier. Ja, komm, mach. 2 Jahre. Ja, Freigabe so nicht vorhanden, nicht akzeptieren. Perfekt, wunderbar. Friedel läuft nicht aus. Perfekt. Toprak läuft auch nicht aus. Ja, super. Ja, gut. Ja, Torhüter müsst ihr mir sagen. Und wir müssen natürlich auch noch gucken, wen kaufen wir ein? Wen kaufen wir ein? Hat unser Scout hier schon was ergeben? Wir haben mal ein bisschen hier. Nö, einfach gar nichts. Perfekt. Perfekt. Hier haben wir aber schon mal ein paar Vorgeschläge gehabt, glaube ich. Schauen wir mal hier gerade. Gibt es hier schon irgendwas? Ja, beobachte den mal. Kenne ich nicht. Marvin. Kenne ich auch nicht. Beobachte auch mal. Brauche ich natürlich. Freigabesumme 3 Millionen. Vertrag läuft auch noch aus. Das ist eigentlich mal ganz gut. Freigabesumme 5,6. Will ich auch wissen, was hat der für ein Rating? Ja. Wir brauchen auf jeden Fall im Mittelfeld noch jemanden. Guck mal, da kann man auch mal beobachten. Das ist günstig. So, und vielleicht noch in der Innenverteidigung einen jüngeren Spieler. Noah Katterbach können wir auch mal beobachten. In der Innenverteidigung bräuchten wir vielleicht auch noch einen jüngeren Spieler. Machen wir hier noch einen Innenverteidiger auf jeden Fall. Zentraler Innenverteidiger. Oder ist es einfach Innenverteidiger? Nee, zentraler, ne? Zentraler Innenverteidiger. Stammspielerqualität mit vielversprechend in Verbindung. Und dann auch bis 23 ist okay. Können wir die noch kaufen. So. Okay. So, dann würde ich sagen, machen wir das erstmal so. Jetzt tun wir hier simulieren bis Genua. Das Genua-Spiel nehmen wir noch mit. Das Genua-Spiel nehmen wir noch mit, Kors. Jetzt dank an deine Ersatzspieler. Ach, Ruhe. Transferangebot für Schmidt. Niklas Schmidt. Ah, Niklas Schmidt ist interessiert zu kaufen. Okay. Das ist gar nicht mal so verkehrt, glaube ich. Weil der Typ ist halt einfach sehr jung. Ihr schreibt mir auch rein, was wir mit Niklas Schmidt machen. Sollen wir das annehmen? Sollen wir verhandeln? Was sollen wir machen? Sagt mal da Bescheid. Dann schauen wir mal. Die wollen den ja eh. Und bei Genua würde ich fast sagen, dass wir das Spiel jetzt hier noch kurz einmal mitnehmen. Das simulieren wir so. Wir müssen aber erstmal im Teammanagement hier. Ich sehe gerade, Drapo kann nicht mehr oder was ist los hier? Guck mal, der hat doch auch ZTM. So, Schmidt, dann lassen wir auch mal jetzt den. Wie lassen wir denn ran, ey? Guck mal, was ist das denn hier? Kann der auch ZM? Nö. Ey, kann keiner hier ZM oder was? Okay, wir brauchen definitiv noch ein ZM. Den Weber lassen wir trotzdem einfach mal ran. So, dann simulieren wir. Simulieren, komm. Das Spiel nehmen wir noch mit. Das Spiel nehmen wir noch mit. Und dann geht's los hier. Dann brauche ich unbedingt eure Kommentare. Ne? Rainer, wunderbar. Wir machen doch zum Ergebnis springen. Mir dauert das jetzt zu lange. Sollen wir die Dinger jetzt ab jetzt in Zukunft laufen lassen oder sollen wir Dings? Müsst ihr mir auch sagen. 2-1 verloren. Okay, hätten wir mal lieber nicht gemacht, hätten wir eingreifen können. So eine Scheiße. Toll, erstes Spiel gewonnen, zweites verloren. Das heißt, dritte müssen wir eigentlich wieder spielen. Das ist doch. Was könnt ihr eigentlich? Mann, 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 du. Transferangebot für Dux. Ich hab da Lücke drauf getan. Warum denn jetzt Dux? Dux für 3,9 Millionen. 3,3 ist der Wert. Wenn wir 5 Millionen kriegen,
Aber eigentlich würde ich den Kader der ersten Saison relativ zusammenhalten. Ja, ihr müsst mir auf jeden Fall hier was reinschreiben. Da hilft alles nichts. Hilft alles nichts, ihr müsst halt sagen. Anders funktioniert es nicht. Anders funktioniert es überhaupt gar nicht. Da müsst ihr was sagen. Bei Niklas Schmidt und bei Duxch müsst ihr mir Bescheid sagen, was sollen wir da machen? Transfernetzwerk, Aufträge. Als ob du nichts findest. Was habe ich? Ach, guck mal hier. Sind auch, ah, ich habe nichts gesagt. Wunderbar. Yusuf Demir beobachten. Komm, 18. Mitnehmen da. 21 Millionen wert. Aha, 21 Millionen habt ihr gehört. Allrounder haben wir noch keinen. Wunderbar. Innenverteidiger haben wir. Nee, haben wir auch noch keinen. Okay. Dann würde ich sagen, mit dem Blick auf unsere Mannschaft beenden wir dieses Video. Wir haben noch einiges zu tun, einige Baustellen. Was soll in der nächsten Folge auf jeden Fall reinkommen? Transferfragen, was machen wir mit Duxch und Schmidt? Wen sollen wir holen? Müsst ihr alles unbedingt unten reinschreiben. Und sagt mir, wann ihr die nächste Folge sehen wollt. Sollen wir die Länderspielpause jetzt echt nutzen und wirklich reinhasseln? So, gehen wir Vollgas jetzt die Woche. Oder wie sieht das aus? Kann man eigentlich gut nutzen? Ne, in der Länderspielpause. Oder was sagt ihr? Also, würde sagen, bis dahin, das war euer Rico und ciao, ciao. Hey, Julian, Nico, viele Grüße.